I didn't say anything, just keep your headphones on and don't listen. Okay, morgen. Du hast Interesse gemeldet, um mit mir auf eine crazy Bike-Tour-Adventure zu gehen. Oder du bist zu nett gewesen, um Nein zu sagen. Ich würde dir jetzt endlich mal sagen, was der konkrete Plan ist. Und das mache ich in dieser kurzen Videonachricht. Ich mache das jetzt nicht auf 1000 Sprachen. Das heisst, wenn Schweizerdeutsch ein Problem ist, dann schreib mir einfach eine Nachricht, ich kann übersetzen. Die Grundidee ist es, ein bisschen das zu haben, was uns momentan fehlt. Sozialer Kontakt, Abenteuer, Travel. Es wird jetzt zwei Velotrips geben, einen zweitägigen und einen dreitägigen. Du kannst an beiden Trips mitkommen, du kannst an einem Trip mitkommen, du kannst auch tagesweise dazustoßen, wenn dir das Wildcampen nicht zusagt. Die Routen sind nicht ultra schwer, sind auch nicht so viele Höhenkilometer. Vom Zeitplan her sieht es folgendermaßen aus. Der erste Trip ist am Wochenende, vom 13. bis am 14. Februar, mit einer Nacht Wildcamping. Der zweite Trip ist vom 17. bis am 19. Februar, das heißt vom Mittwoch bis am Freitag, mit zwei Nächten Wildcampen. Wir würden jeweils am Morgen nicht allzu früh losfahren, aber so 8, 9, dass wir sicher gemütlich fahren können und genug früh am Abend ankommen und eine gemütliche Zeit haben können. Ich würde folgende Touren vorschlagen. Die erste geht von Zürich aus Richtung Norden, bis wir fast bis Schaffhausen sind. Dann würden wir im Kanton Zürich übernachten. Dort ist nämlich Wildcampen grundsätzlich erlaubt. Und dann würden wir am zweiten Tag wieder über einen anderen Weg zurück auf Zürich fahren. Bei der zweiten Tour werden wir von Zürich in den Kanton Obwalden fahren. Obwalden ist nämlich sehr wildcampenfreundlich. Dort würden wir vielleicht bis zum Sarnersee fahren. Am zweiten Tag würden wir in den Norden fahren, bis zu den Aare. Und dann würden wir am dritten Tag wieder zurück auf Zürich. Von der Distanz her wäre es beim ersten zweitägigen Trip grob 60 Kilometer für einen Tag. Das entspricht 3 bis 4 Stunden Fahrzeit. Im zweiten Trip wäre es ein bisschen mehr am Tag, allenfalls bis zu 80 Kilometer. Und da könnten wir 5 Stunden am Tag insgesamt auf dem Velo sitzen. Und die genaue Route wird mit Hilfe der Swiss Mobile Maps, abhängig von den Wünschen der Teilnehmer und abhängig von schönen Aussichten und Velowegen geplant. Was solltest du alles mitnehmen? Sicher mal ein Velo bräuchtest, am besten eins mit Reifen dran, ein Helm und Beleuchtung, zwei Schlafsäcke oder einen guten Winterschlafsack, etwas zum drin essen und Besteck, ein Zelt. Wenn du keins hast, kein Problem, dann tun wir uns untereinander abstimmen. Bei der Bekleidung am besten viel Schichten mitnehmen und auch schauen, dass etwas wasserdichtes dabei ist, wenn es gerade regnerisch aussieht. Warme Bekleidung auch für den Abend ist wichtig. Vielleicht am besten Skihandschuhe mitnehmen für die Velofahrt, dann hast du sicher warme Hände. Eine Schlafmatte, wenn du gerne auf Weichem schlafst. Und wenn du Hitchhiker's Guide to the Galaxy gelesen hast, dann weißt du, dass das Tüchli das Allerwichtigste ist. Kann man vielseitig brauchen, zum Beispiel zum den Schweiß abtrocknen oder zum das Geschirr abtrocknen und so weiter. Ein paar Wasserflaschen nicht vergessen, Zahnbürste, vielleicht noch eine Sonnenbrille und vielleicht noch ein, zwei Plastiksäcke, falls du nasse Sachen hast. Oder falls es wirklich regnet und du deine Schuhe musst beschützen. Du fragst dich vielleicht, wie du das am besten transportieren sollst. Wenn du so Taschen hast, um am Velo festzumachen, geil. Sonst ist ein Rucksack auch okay. Schaust, dass der so leicht wie möglich beladen ist. Und wenn du zu wenig Stauraum hast, kein Problem. Ich habe einen Anhänger, wo man mit allem Möglichen kann beladen. Es haben schon jetzt ein paar Leute definitiv zugesagt zum Campen. Das freut mich und das motiviert mich auch viel mehr, um das zu organisieren. Sag mir so bald wie möglich, ob du dabei bist, bis wann du dabei bist. Und ich freue mich easy fest auf ein baldiges Abenteuer mit dir. Ciao.